So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe im letzten Part vergessen, nämlich von der Story zu berichten, die ich hier erlebt habe, während wir offscreen. Und ja, habe ich vergessen im letzten Part zu erwähnen. Und übrigens, ich habe hier noch zwei Schreine. Eins. Zwei. Lame. Ja, wie gesagt, während wir Dungeons machen, würde ich sagen, erzähl ich mal davon. Wie gesagt, also ich habe ja gesagt, nächste Woche ist Jugendweihe und so, und da komme ich mal Nintendo Switch. Ja, da ist wie gesagt zwischendurch was passiert, ich habe ja gesagt, wir bestellen die bei Amazon womöglich. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt kürzlich mit meiner Mutter ein Angebot gefunden. Also der Zeit war, habe ich ja schon im Party 8 Together gesagt, also habe ich ja auch schon die Nintendo Switch angesprochen, dass ich da ein Unboxing auf jeden Fall von machen werde, hoffentlich mit Zelda Breath of the Wild, ich weiß es nicht, mal schauen. Und ja, auf jeden Fall, die war jetzt die ganze Zeit, wie gesagt, hier nicht verfügbar, die ganze Nintendo Switch. Jetzt, wie gesagt, kam jetzt plötzlich hier ein Angebot, ein Fremdanbieter, der 5 da hatte, mit den rot-blauen Dingern. Haben sie auch genommen, hat nur 300 € gekostet, also ziemlich nice. Und ja, wie gesagt, das war so gestern. Und heute früh kam dann urplötzlich, da machte ich mir inzwischen keine Sorgen mehr und so wegen der Switch. Und ja, urplötzlich heute Morgen stellt sich heraus, bekam eine Nachricht, das war ein Betrüger. Der hat keine einzige Konsole gehabt, um sie uns zu verschicken. Der wollte uns einfach nur verarschen. Der wurde auch schon verscheucht, weggescheucht von da, und lol, im Übrigen, das ist ein Segen. Und es, ja, dafür gibt es dann nur 100 Rubine, aber wow, das war jetzt nicht schwer, den zu bekommen, da, wenn ich mich richtig erinnere. Na gut, ne? Holen wir uns jetzt halt unseren zweiten Ausdauercontainer, nach langer Zeit endlich mal. Und ja, wie gesagt, dann halt, es war eine riesen Enttäuschung wirklich, dass es wirklich ein Faker war, und ja, schade echt. Das wäre schon ziemlich geil gewesen, wär der die wirklich gehabt. Aber nö, jetzt geht die Suche weiter. Wie gesagt, wir suchen demnächst nochmal in Berlin unser Glück. Zelda Breath of the Wild brauche ich mir psychisch keine Sorgen mehr zu machen, weil da sind sie inzwischen auch wieder auf Lager inzwischen. Also da steht noch nicht mal irgendwie so, ey, da sind nur noch x-mal hier auf Lager, musst du schnell bestellen. Nö, da steht einfach auf Lager. Das heißt, da brauchen wir jetzt auch keine Sorgen mehr zu machen. Das ist dieses Switch-Spiel natürlich. Warum es keine Sorgen mehr zu machen. Die sind auf jeden Fall auf Lager. Hoffentlich bleibt es auch so lange auf Lager, denn ja, das ist wirklich das Spiel, das ich unbedingt haben will. Ich habe es doch schon, wie gesagt, auf der View, weil es hier unser Display hier. Aber ja, come on. Bisher spricht mich auch am meisten wirklich Zelda Breath of the Wild an. Inzwischen ist der Mario Kart 8 Deluxe auch schon draußen. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen, aber ja, komm. Dieses Bomberman spricht mich nicht so an. Arms jetzt eigentlich auch nicht. Das war ziemlich, es war auch bestimmt ziemlich nice, aber ja, come on, das spricht mir jetzt nicht so richtig an. Dieses Cutout, Cutout Together oder wie das da heißt, dieses komische Spiel da mit diesen Papierknödeln da, die man zu zweiter spielen kann, das sieht auch ziemlich lustig aus. Mache ich vielleicht mal mit Nick wahrscheinlich. Zocken wir es vielleicht mal ein bisschen. Wird bestimmt auch nice. Want-to-Switch spricht mich eigentlich auch noch an, aber ja, come on. Das ist eher, wie gesagt, auch so ein Zweispielerspiel. Da hole ich mir eigentlich auch lieber Breath of the Wild als erstes Spiel. Ja, wie gesagt, da ist nicht so viel. Sonst Splatoon 2 kommt, müssen wir noch bis Juli warten. Mache Odyssey erst bis Weihnachten. Voll scheiße, eigentlich. Aber ja, wie gesagt, bisher ist das wirklich das Spiel, das mich jetzt wirklich übelst anspricht. Und was ich auf jeden Fall als erstes Spiel haben will, ist jetzt gerade Breath of the Wild. Ja, ist so halt, wird mein erstes Spiel sein, und ja, ist halt so. Ja, wenigstens zum Glück ist das Wesen jetzt auf Lager, also brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Nur wegen der Switch muss ich jetzt Sorgen machen. Aber na, kommen wir zum Spiel zurück, also ja. Was ist das hier für eine Scheiße? Also hier gibt's schon mal so eine Stromdinger hier, so ein Stromding. Kann ich das denn irgendwie rausnehmen oder so? Kann ich meinen Pfeil elektrisch laden vielleicht? Hey, ich hätte Elektropfeile.
38 Stück ist sogar ziemlich geil. Ehrlich. Ich raff's irgendwie nicht. Okay. Ja, super. Ah, okay, ich soll die da rauflegen und die leiten dann den Strom. Okay, aber ich sollte lieber das Magnetmodul nehmen, als bevor ich mich noch verletze, richtig. Ja, zumindest dann so. Man muss hier dann halt so Kombinationen machen. Und dann wird man hier noch so ein Ding hier. So, dann geht das. Ja, dann geht es da, das da dadurch auch. Dann kriegen wir hier noch ein zusätzliches. Eine zusätzliche Elektro, also so eine Metallkiste, damit wir hier noch was verbinden können. So, nee, scheiße. So. Muss ich das wegnehmen? Oh, nee, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Dann ist da eine Truhe drin. Okay, also langsam tue ich, langsam verstehe ich bitte hier. Ein Elektroschwert, oh nice, das nehme ich auf jeden Fall mit. Doch, vor wenig Platz hier, komm, ich schaffe welchen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Hier, mach den Olle weg, Wächterschwert hier weg. Hauen wir das hier raus. Nice. Ist auch für zwei, um 2 Damage stärker. Lohnt sich. Achso, stimmt. Hier müssen wir den ganzen Stuff mit rübernehmen. Okay. Die ganzen Kisten, die müssen wir alle mit hier rübernehmen. Okay, dann machen wir das mal. So. Das ist noch eine Kiste. Also müssen wir erstmal das da öffnen. Dafür brauchen wir. Das geht dann da hoch. Da müssen wir. Hä, da müssen wir. Achso, stimmt, eine Kiste haben wir noch, eine Kiste haben wir noch. Also müssen wir erstmal hier, komm. So, bis wohin geht es denn? Gut, bis dahin. Dann holen wir uns eine weitere hier, das hier. Brauchen wir noch eine? Die ist. Hä? Hello? What the? Wir haben aber keine. Hoffentlich gilt es noch. Hey, schön. Hello? Hier eine Kiste. Kann ich die Kiste als aus dem Objekt nehmen? Das wäre eine geile Idee. Tatsache. Das geht. Alter. Lol. Ist eine geile Idee, auf jeden Fall. So, eigentlich könnte man es. Nee, warte mal, hä? Hier muss es auch noch verbunden werden. Ah nee, da brauchen wir noch. Brauchen wir noch die zweite Kiste. Ja, okay. So, nehmen wir bitte. Und dann sind wir fertig hier. So. Das war ein gutes Rätsel. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wirklich. Im Gegensatz zu dem, wo es ein paar Ausraster gab. Aber das hat das Spaß gemacht. Wirklich. Das fand ich nice. Das war schön. Echt super. Stimmt, ich habe total vergessen. Jetzt habe ich vergessen, nach Kakariko zu gehen. Lame. Ja. Naja, komm, gehen wir jetzt hin. Haben wir jetzt halt ein mehr, haben wir jetzt halt 5.
Holen wir uns jetzt unseren Ausdauercontainer. Noch ein Dungeon haben wir die 50 gepackt. Nice. Oh lol, da ist ein Turm. Wir sind hier in der Nähe. Ja genau, stimmt. Hier ist die Gerudo-Dingen. Die Gerudo-Stadt. Können wir ja nur mit diesem Damen-Outfit da rein. Den wir von diesem einen Typen da bekommen haben. Ich bin mir zumindest sicher, dass es das ein Typ war. Der hat nur so getan, dass er da seine Frau wäre. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. So, jetzt. Ah ja. Klar, natürlich noch Kakariko. Wohin denn sonst? Ist doch ganz klar. So, dann los. Und ich würde sagen, da haben wir auch nicht mehr zu tun, ne? Ja, dann können wir, ja doch. Dann können wir hier in der Story weitermachen. Ja, stimmt. Erstmal den Dungeon hier bei den Soras da noch machen. Dann machen wir in der Story weiter. Den Dungeon dürfen wir ja nicht vergessen. So. Yay. Jetzt haben wir mehr Ausdauer. Nice. Haben wir einen Großteil dieser Ausdauer bekommen. So, jetzt aber würde ich sagen, gehen wir zu den Soras. Wo ist denn das jetzt? Wo war denn das? Ich glaube hier. Ja, hier ist auch der Dungeon. Hier können wir auch den Stern wegmachen im Übrigen. So, hier hin. So, sind wir wieder hier. Den Dungeon haben wir noch nicht gemacht. Hier waren wir ja schon drin. Dann schauen wir uns das mal an, was wir machen müssen. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant aus. Erstmal hoch, damit wir ohne erwischt zu werden. Was nicht gut geklappt hat. So. Jetzt würde ich sagen, fliegen wir zu der Tour rüber, oder? Boah, fuck. Genau. Link. Okay, passt.
Keine Ahnung, ich hing jetzt irgendwie. Sora-Lanze. Na, boah, jetzt nicht eigentlich. Ja, rumalbert hier. Oh, bin noch rumalbert hier. Hier runter. Wir müssen die Kugel auf jeden Fall von da oben runter bekommen. Geht es denn mit dem... Oh, shit. Oh, fuck. Okay, wie sollen wir es denn da runter bekommen? So bekommen wir schon mal nicht runter, okay. Ja. Hä? Wie soll ich den wieder runterbekommen? Unterstoßen mit anderen Kugeln kann ich ja auch nicht. Apropos im Übrigen, die ganz coolen... Moment mal. Ah. Eine Eissäule rausdrücken. Ja, und jetzt? Ja, ich verstehe es irgendwie nicht. Irgendwie check ich das nicht ganz. Wie sollen wir denn die Kugel von... Ja. Von da oben da irgendwie runterkriegen. Warte mal. Müssen es mit den Eissäulen hier arbeiten, ist klar. Aber nicht so. So rüberschieben, so genau. So genau hier so. Ja, ja, passt. Passt. Hä? Jetzt geht das aber schon wieder nicht. Hä? Was zum... Hä? Hier irgendwie so. Hochdrücken. Oh, Verkauf. Nein. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Wie soll ich es schaffen, die Kugel hier rüber genau hier reinzukriegen? Hey, das. Ich check das irgendwie nicht. Kann das sein? Kann es irgendwie so sein, dass ich das irgendwie nicht verstehe? Muss ja irgendwie. Denn ich habe wirklich absolut keinen blassen Schimmer, wie ich das machen soll. Erstmal so. Hier runter. Dann. Hier rüber schieben. Den zerstören. Dann wird der hier runtergeschoben.
Damit der da drüber kommt, so, genau, wird er darüber geschoben.